Ja? So, also ich fange jetzt mal an. Hallo erstmal. Viktor Vogel mein Name. Ich arbeite bei der 1&1. Schon seit vielen Jahren arbeite ich auch mit Joomla zusammen. Und SEO hat mich auch immer interessiert. Aber mehr von der technischen Perspektive. Aber heute machen wir eher so einen Crashkurs, so die ganz normalen Basics. Was man beachten soll, was man machen kann, was das überhaupt ist, was man bei Joomla beachten sollte oder wie man was in Joomla einstellt, damit man halt suchmaschinenoptimiert dasteht. Gestern hatten wir eine kleine Party hier. Meine Stimme ist ein bisschen weg, also ich versuche so laut wie möglich zu reden, aber wenn was ist, wir nehmen das Ganze auf, dann könnt ihr euch das Ganze auch in Ruhe anschauen. Erstmal kleine Einschränkung. Ist das so? Warum lachst du? Ja, das kleine Einstieg, also Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optimization, ist sicherlich jedem ein Begriff. Also hierbei handelt es sich nicht um Voodoo oder Spamming oder Magic, wie auch immer, sondern es ist wirklich, hat auch wissenschaftlichen Hintergrund mittlerweile. Und hier geht es halt darum, die Sichtbarkeit in den organischen Treffern zu steigern. Das heißt, Maßnahmen, die man auf der Seite oder extern, also Off-Page, machen kann, um die Sichtbarkeit in den organischen, also nicht bezahlten Treffern zu steigern, um natürlich mehr Besucher zu bekommen und dadurch natürlich auch die Conversions-Raten oder wie auch immer Verkäufe oder Downloads hochzusetzen, zu optimieren. Ist es auch ein Kanal im Marketing? Also es sind mehrere Kanäle, man kann ja durch Werbung Awareness schaffen, man kann auch durch Printmedien Awareness schaffen, Visibility schaffen und natürlich durch die Website, durch den Website-Auftritt. Die zwei Punkte, die relevant sind, auch für Suchmaschinen, ist natürlich die Relevanz der Website und die Popularität. Zuerst wird natürlich erstmal gefiltert, welche Ergebnisse relevant sind. Was will der User sehen, wenn er einen bestimmten Suchbegriff eingibt? Und dann wird natürlich noch nach der Popularität der Website, der Seite, des Ranking-Faktors, wird natürlich gewichtet und dementsprechend wird der Index aufgebaut, wo auf der ersten Seite, zweiten Seite, welche Ergebnisse da angezeigt werden. Ja? Ja, ich hab vorhin, warst du nicht da am Anfang? Meine Stimme ist ein bisschen, sorry. Ja, du hättest mir weniger einschenken sollen gestern. Kurz zur Geschichte, am Anfang, so im Mittelalter des Internets, wie auch immer, am Anfang gab es halt die ersten Suchmaschinen, die waren aber natürlich angewiesen auf die Signale, die Webmaster auf der Seite gesetzt hat. Die waren halt nicht so schlau, um zu sehen, ob es wirklich... ob die Seite, die gerade geindexiert wurde, ein bisschen gecrawled wurde, ob sie wirklich den richtigen Ranking-Faktor hat, oder beziehungsweise diesen, wenn man das, ja. jedenfalls, das Problem war natürlich, weil da der Algorithmus noch nicht so schlau war und die Signale nicht richtig, externe Signale zum Beispiel nicht deuten konnte und die Gewichtung nicht richtig ansetzen konnte, waren die Suchmaschinen angewiesen, was der Webmaster auf der Website quasi setzt, welche Ranken, welche Beschreibungen oder was er halt... Entschuldigung, können Sie mal etwas leiser sein? Man versteht hier kein Wort. Sie versteht nur Englisch. Dankeschön. Genau, und das führte natürlich oft, Dankeschön. Ich kann ja nicht so. Das führte natürlich oft zu Missbrauch. Ich meine, sicherlich kennt ihr das alle, wenn man zum Beispiel weiße Schrift auf weißen Hintergrund gemacht hat und solche Sachen. Und die Seiten wurden trotzdem sehr hoch gewertet, beziehungsweise sie kamen auch wirklich auf die erste Seite bei den Ergebnissen. Und das führte natürlich zu auch sehr schlechter User Experience. Und das war natürlich auch wiederum negativ für die Suchmaschinen. Die wollten natürlich, dass die User, die Suchmaschinen benutzen, auch natürlich gute Ergebnisse bekommen, um auch die User Experience der Besucher quasi zu steigern. Und dann kam natürlich Google, der Big Player ins Spiel, und hat einen Ranking-Algorithmus geschrieben, der auch externe Signale quasi mit in die Berücksichtigung des Ranking-Index aufnimmt. Und das PageRank hieß es ja, also ist es nicht mehr so relevant, aber es sind viele Faktoren, die jetzt noch hinzugekommen sind. Und mittlerweile haben die Suchmaschinen weit über 200 Faktoren, die beachtet werden, um den Ranking-Index bzw. die Gewichtung der Webseiten, der einzelnen Webseiten zu ermitteln. Und natürlich ist der Algorithmus wird nicht veröffentlicht, die größten Suchmaschinen, die halten natürlich geheim, aber man kann viele SEO-Experten machen natürlich Reverse Engineering und versuchen natürlich zu gucken, was man jetzt aktuell machen kann, damit man halt wieder steigt.
kurz zur Geschichte. Dann haben wir so zwei Optimierungstypen. Wir haben einmal On-Page-Optimierung und die Off-Page-Optimierung. Die On-Page-Optimierung, das ist das, was wir auch jetzt in diesem Crashkurs machen, was wir auch in Joomla beeinflussen können. Das ist das, was man direkt selber als Webmaster auf der Website ändern, anpassen kann, optimieren kann. Bei der Off-Page-Optimierung sind es eher die externen Signale, die gesetzt werden, zum Beispiel durch Links, durch externe Links, durch soziale Plattformen, soziale Kanäle. Oder die Linkpyramide, zum Beispiel, wenn man von Spiegel.de hat natürlich viel mehr Wertigkeit, wenn man von dort einen Link auf die eigene Präsenz bekommt, als von irgendeiner kleinen Blogseite. Und das werden wir natürlich jetzt im Crashkurs nicht behandeln, das ist ein eigenes Thema. Aber hier geht es eher darum, dass wir halt gucken, wie setzt man die Metadaten korrekt, wie macht man die URL-Struktur, wie verschachtelt man richtig, wie der Content aufgebaut sein sollte und so weiter. Das ist halt das, was relevant ist und was ihr auch direkt auf eurer Joomla-Seite auch machen könnt und also selber ändern könnt, optimieren könnt. Und der Ausblick, Crashkurs, klar, machen wir die On-Page-Optimierung. Und der wichtigste Tipp vorab, wenn ihr schreibt, schreibt für den Menschen, schreibt für den Besucher, schreibt nicht für die Suchmaschinenrobots. Also versucht nicht irgendwie durch irgendwelche Tricks irgendwie in dem Ranking zu steigern, sondern schreibt für den Menschen, damit er, wenn er auf eure Seite kommt, dass er diese User Experience auch hat. Das ist sehr wichtig und natürlich ist Content King. Content ist alles. Je mehr Content, je besser und natürlich je aktueller. Das heißt, Content ist einer der wichtigsten Faktoren immer noch. Und ja. Was wir heute nicht machen, ich bin auch kein SEO-Experte, dafür haben wir in der Joomla-Szene den Alexander Amann, der hat leider abgesagt, der sollte den Kurs, diesen Vortrag eigentlich halten. Also Statistiken und SEO-Formel, die werden wir halt nicht ansprechen, die Off-Page-Optimierung nicht und externe SEO-Tools, also Sistrix, da gibt es ja verschiedene und das werden wir natürlich nicht durchgehen. Jetzt kommen wir zu den Basics. Ich wollte noch fragen, sollen wir danach... Soll ich da ein bisschen rumklicken und so eine Live-Demo machen, um zu gucken, wo man was einträgt? Habt ihr Interesse? Wo man was in Joomla einträgt? Also damit wir halt, damit ihr seht, ein bisschen, ja? Okay? Du hast recht gehabt, ja. Okay, ganz wichtig, sehr wichtiger Faktor ist der Title-Tag. Das heißt, das, was ihr oben in der URL oder im Tab seht, das ist einer der wichtigsten Faktoren immer noch. Und vor allem, der ist auch sehr relevant, weil er wird in den Suchergebnissen, wird er dem Besucher oder dem Suchenden angezeigt. Das heißt, da was er dort einträgt, ist halt sehr relevant, weil Google nimmt das auch für die Suchergebnisse, für die Ausgabe der Suchergebnisse als Titel, wo man halt draufklicken kann. Und da sollte zum Beispiel nicht stehen wie Willkommen auf bla 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 oder hier auch im Description, habe ich es hier in den Punkt genannt. Da solltet ihr wirklich die wichtigsten Sachen kurz zusammenfassen, maximal, wie viel sollte der Titeltag sein? 80? 60? 65, ja, genau. Genau, sollte ich nehme 65, versucht da das Keyword ein, zwei Mal reinzubringen und beschreibt wirklich, was wirklich relevant, was auf der Seite, was für ein Content der User auf der Seite erwarten kann. Je besser ihr das macht, je besser ihr die Umschreibung macht, desto sinnvoller und desto bessere User Experience haben wir natürlich auch die Besucher dann. Und gehen nicht gleich wieder fort oder gehen wieder zurück auf die Suche und suchen die nächsten oder klicken halt die nächsten Ergebnisse an. Ja, die Meta-Description ist sehr wichtig. Das wird auch bei Google in den Rich Snippets, das heißt, was in den Ergebnissen wird auch der Inhalt angezeigt. Was auch zu beachten, also natürlich versucht man das auch so nah wie möglich zu beschreiben, da sollte man ungefähr 160 Zeichen, oder? 160 Zeichen waren es? 150, 160. Weil wenn man es auch zu lang macht, dann steht der ganze Satz nicht ausgeschrieben, sondern wird mit Pünktchen irgendwie dann vervollständigt. Und das ist auch nicht so toll. Und was auch ganz cool, was gut ankommt oder was empfohlen wird, dass man so eine Call-to-Action irgendwie Informationen da reinbringt, dass man zum Beispiel die Seite mit ein paar Sätzen die Seite beschreibt oder den Inhalt der Seite und dann noch so schreibt, ja und hier können Sie weiter nachlesen. Irgendwie so eine Call-to-Action, dass der User wirklich aktiv, so unbewusst quasi dahin geleitet wird, dass man da drauf klickt. Kein Voodoo, kein Magic. Psychotricks. Genau, und wichtig ist natürlich, dass es auch in den Rich Snippets angezeigt wird. Wenn man aber die Meta-Description nicht setzt, dann Google wird die Meta-Description auch selber setzen. Also wenn man sie nicht setzt, ist es zwar nicht so toll, aber Google sucht sich das Passende raus. Man kann, wenn man eine schlechte Description setzt, kann es sein, dass Google auch eine andere Description anzeigt. Also es muss nicht immer sein, dass das, was man gesetzt hat, dass es auch immer angezeigt wird. Das Problem dabei ist natürlich, dass es dann wahrscheinlich
nicht so gut ist, was man gesetzt hat, und man sollte dann die Seite überarbeiten oder die Meta-Description. Meta-Keywords auf keinen Fall setzen, braucht ihr nicht mehr. Das wird schon seit Jahrzehnten nicht mehr beachtet. Außer es gibt eine Ausnahme, zum Beispiel in Erweiterungen, die zum Beispiel die Keywords benutzen, um irgendwie intern irgendwelche Inhalte auszugeben oder Inhalte oder irgendwie Listen darzustellen. Zum Beispiel, ich habe ein Plugin in meinem Sortiment, genauso Easy Keyword Sitemap. Und da gucke ich, welche Keywords der User gesetzt hat. Und anhand der Keywords erstelle ich eine Liste, so eine semantische Liste mit Zuordnung. Und das wäre zum Beispiel ein Anwendungsfall, wo man die Keywords setzen könnte, aber die sind dann nicht für die Suchmaschine gedacht, sondern für irgendwelche interne Prozesse. Ganz wichtig, bei Joomla gibt es in den globalen Einstellungen, gibt es ja die globalen Meta-Tags und globale Meta-Descriptions oder Keywords. Auf keinen Fall setzen. Niemals ausfüllen. Immer leer lassen. Weil das Problem ist natürlich, wenn man dann irgendwie Seiten hat, wo keine Description gesetzt wird oder die automatisch generiert werden über die Suche, wenn man so Get-Parameter, dann wird diese globale Meta-Description genommen. Und das Problem ist, man hat dann sehr, sehr viele Seiten mit der gleichen Description. Und das ist absolut negativ. Das ist sehr schlecht. Also niemals, diese Funktion müsste man eigentlich jetzt in Joomla 4 hoffentlich, guckt der Marco zu, muss raus. Globale niemals setzen. Immer direkt. Wir sprechen da. Kommen wir zu den Basics 2. Die Heading Tags, das heißt diese Überschriften, beachtet, also guckt, dass ihr zum Beispiel auf jeder Seite nur ein H1 Tag habt. Und es sollte auch wirklich vorkommen. Und natürlich auch richtig verschachteln. Wenn ihr dann mehrere Unterüberschriften braucht, dann nutzt ihr H2 erstmal. Wenn es dann wirklich zu sehr in die Tiefe geht, dann geht ihr auf H3. Und nicht wild durcheinander, sondern auch die richtige Reihenfolge beachten. In Joomla gibt es zum Beispiel das Problem, wenn man die Artikelansicht macht und den Titel-Tag nicht anzeigen lässt. Das kann man im Menü einstellen, kann ich nachher zeigen. Dann wird die Überschrift des Artikels als H2 gesetzt und nicht H1. Und das ist schon ein Bruch, so SEO sehr schlecht für Suchmaschinenoptimierung. Man kann es einfach umgehen, indem man ein Template-Override erstellt und das den Tag auf H1 ändert. Das Problem ist, also ich habe damals auch einen Pull-Request gemacht, um das zu fixen, wo die Abfrage reingeht. Das Problem ist, es ist halt nicht mehr rückwärtskompatibel. Und deshalb konnten wir es in die 3er nicht mehr mergen, also nicht mehr übernehmen, weil die 3er war schon draußen und erst dann habe ich den Pull-Request gemacht. Deshalb, das Problem wäre natürlich, wenn wir auf einmal von H2 auf H1 ändern, bei einem Update, kann sein, dass er vielleicht eine Klasse zugeordnet hat zu H2-Tag und dann wird er anders angezeigt. Und das können wir nicht bei einem Update riskieren, also dürfen wir nicht machen, sonst wären wir nicht mehr rückwärtskompatibel. Deshalb müsste es in der 3er immer noch über ein Template Override machen oder halt, es gibt auch Erweiterungen, die das irgendwie, die H-Tags dann irgendwie automatisch sortieren. Aber da müsst ihr ein bisschen selber recherchieren. Bei den Links, wenn ihr zum Beispiel den Editor nutzt, natürlich immer ein Titelattribut setzen, ganz wichtig, und beschreibt das, versucht es so passend wie möglich zu beschreiben, wohin der Link führt. Bei Informationen für den Kunden, für den User ist auch ganz wichtig, und wenn man mit der Maus drüber fährt, das ist das, was man dann als Tooltip sieht. Das ist der Titelattribut. NoFollow könnt ihr benutzen, zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel auf das Impressum linkt oder auf Datenschutzerklärung, weil da wollt ihr nicht unbedingt das Ranking, diesen Juice abgeben auf Impressum, weil Impressum ist halt da, es wird auch im Menü verlinkt, ihr habt vielleicht mehrere Verlinkungen und dann wollt ihr unbedingt die Stärke oder den Ranking-Faktor nicht abgeben auf solche Seiten, die eigentlich unnötig sind und die müssen auch nicht unbedingt im Index landen. Die können auch außerhalb des Index sein. Und Target Blank, das ist auch so eine philosophische Frage. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich zum Beispiel auf meinen Seiten habe ich das rausgemacht, aber darüber streiten sich ja, gibt es ja, ich sag, immer Streitgespräch. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das nutzt. Ich denke, das hat keinen großen Ranking-Einfluss auf die Suchergebnisse. So rum, ja, also für User Experience ist es vielleicht gut, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Ranking-Faktor hat. Ich habe jetzt gerade so auf die Schnelle nichts gefunden. Bei den Bildern macht ihr Alt-Attribute natürlich, dann beschreibt ihr natürlich das Bild so gut wie möglich. Zum Beispiel, wenn ihr auch Besucher habt, die zum Beispiel das Bild nicht sehen können, damit sie halt wissen, was das da geht. Das ist auch ganz wichtig. Ist auch ein Faktor. Und ich zum Beispiel mache auch bei den Bildern auch den Titel-Attribut auch mit rein, einfach die Informationen, um wenn man zum Beispiel mit der Maus drüber fällt, um zu haben. Ich weiß nicht, ob das so relevant ist, aber das alternative Attribut solltet ihr auf jeden Fall setzen.
und natürlich die suchmaschinenoptimierte US verwenden. Weil ihr kennt ja die dynamische Ausgabe, bzw. diese dynamische Parameterbildung, die URL-Bildungsstruktur, das ist natürlich sehr, sehr schlecht, suboptimal. Also aktiviert natürlich, wenn ihr Apache auf Apache läuft, natürlich hat er Access, das kann ich euch nachher zeigen. Kennt ihr wahrscheinlich, machen die meisten wahrscheinlich, oder? Genau, macht auch Sinn. Und es ist natürlich auch schöner, statt index.php da drin zu haben in der URL-Struktur, sieht natürlich nicht so toll aus. Und ja, das Problem ist natürlich, man ist auch eine Strukturebene tiefer in der Hierarchie, weil je weiter vorne ist, die Keywords vorne, je weiter vorne zu Domain, ist natürlich besser. Deshalb die Seiten ranken natürlich auch besser dann. Und was das leidige Problem Duplicate Content, wisst ihr, wenn man die Seite über zum Beispiel über die Zahl aufruft, über den Index, kann man ja beliebig, den Alias kann man beliebig anpassen und du kommst trotzdem auf die Seite. Aber soweit ich das verstanden habe, ich sehe da kein großes Problem, weil ich weiß nicht, ob die auch Informationen noch aktuell sind, aber Google hat gemeint, dass Duplicate Content nicht relevant innerhalb einer Domain, nicht relevant auf das Ranking-Ergebnis ist. Natürlich außerhalb, wenn du zum Beispiel Seiten kopierst und irgendwie über andere Domains oder IP-Adressen zu, das ist natürlich Duplicate Content, da werden die Seiten abgestraft. Oder so, ja genau, richtig. Aber was der Hannes auch gestern gesagt hat, man kann zum Beispiel einen Blog an sich, man zeigt den Intro-Text an, wenn man da draufklickt, kommt man hier auf den Artikel. Das heißt, man hat den Content ja in der Blog-Ansicht, auch in dem Artikel-Ansicht. Das heißt, wenn es wirklich bestraft werden würde von Google, dann wären ja alle Seiten, Joomla-Seiten wären ja richtig mies. Sind sie nicht. Victor? Ja? Wenn du gerade beim Thema Blog-Ansicht bist, das Heading-Problem bei Blog-Ansicht. Ja? Wenn ich in H1 und H2... Alter, passt du auf? Ich habe das vorher erklärt, das mache ich nicht. Aber in der Blog-Ansicht, ja? Meinst du H1-Stacks? Ja. Stimmt. Entschuldigung. Ist gut. Aber ich meine, die Überschriften sind nur in der Vollansicht H1. Davor sind sie H2, weil die Seitenüberschrift H1 ist. Ist es so? Ja, in der Artikelansicht ist es so. Ja. Er hat schon recht. Markus? Zu den Überschriften. Es gibt selber ein Statement von Google, wo Google sagt, das kann man nicht hundertprozentig lösen, dieses Problem. Gerade im Content-Management-System ist das nicht richtig lösbar. Es ist nicht schlimm, wenn dann eine H2 fehlt oder eine H3 fehlt. H1 halt doppelt sind. Oder H1 doppelt ist. Die wissen Bescheid, dass das einfach hundertprozentig einfach nicht zu lösen ist. Kriegst du nicht jetzt. Aber man könnte es vermeiden, indem man Template-Overrides nutzt. Und darüber, wir können es uns ja nachher anschauen. Wenn ihr Interesse habt, können wir das sogar live mal anpassen und ändern, gucken. Sollen wir machen? Interessiert? Okay, dann prüfen wir das gleich live. Genau, das ist natürlich auch sehr relevant und das solltet ihr natürlich immer machen, wenn ihr Joomla-Seite erstellt. Jetzt kommen wir zu den neueren Ranking-Faktors, also wenn man es auf die Zeit sieht. Zum einen die Performance. Wart ihr in dem Vortrag von Frank? Der hat ziemlich viel darüber erzählt gerade. Das ist natürlich auch sehr ein wichtiger Ranking-Faktor, weil kein User will irgendwie 5 oder 10 Sekunden warten, bis die Seite angezeigt wird. Der wird schon längst zurückgehen und irgendwie was anderes suchen. Das heißt, dadurch kann man wirklich sehr, sehr viele Besucher verlieren natürlich und auch viele Interessenten, natürlich, die Seite wirklich auch vielleicht auch gute Informationen daraus ziehen würden, aber einfach keine Geduld haben, das zu sehen. Und das erreicht man natürlich, indem man die Request-Zahlen optimiert, minimiert. Das heißt, also man muss nicht für jede Kleinigkeit irgendwie Extensions installieren, die zum Beispiel ihre eigenen JavaScript einbinden, die zum Beispiel verschiedene jQuery-Versionen brauchen. Und dann hat man so einen Wust an, keine Ahnung, 20, 30 JavaScript-Dateien, die quasi alle einen Request an den Server verursachen. Und dementsprechend dauert es natürlich, die Ladezeit wird natürlich dementsprechend groß. Das heißt, man sollte versuchen, unnötige CSS-Dateien und JavaScript-Dateien zu entfernen, beziehungsweise irgendwie kombinieren. Dazu kommen wir noch, wie man das optimieren kann. Und natürlich die Inhalte komprimiert übergeben. Man kann sie natürlich roh ausgeben, man kann sie aber auch irgendwie mit JSIP klein machen, verkleinern und natürlich, wie die Kompression unterstützt wird und dann komprimiert über die Leitungen laden. Das spart natürlich auch Traffic und geht auch viel schneller. Und auch im Client wird es natürlich sehr schnell dekomprimiert und ist wesentlich schneller. Genau, dann Mobile Friendly, wisst ihr ja alle, und das ist ja vom Haus aus schon drin, seit Summe 3.0. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich meine, fast jeder hat heute ein Smartphone. Und zum Beispiel, das ist auch ein richtiger Faktor, wenn man zum Beispiel mit dem Smartphone bei Google was sucht, dann sieht man ja bei den Ergebnissen mobile optimiert, oder wie heißt das? Mobile optimiert? Oder für Mobile-Geräte geeignet, glaube ich, heißt es.
Das heißt, die haben auch, wenn man über das Handy sucht, die bekommen natürlich einen höheren Faktor. Also die werden weiter oben angezeigt als die Seiten, die nicht optimiert sind. Das heißt, heute ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man mobile-friendly schreibt und mobile-friendly Webseiten betreibt. Das heißt, wer noch eine Joomla 2.5 oder 1.5 betreibt, ihr müsst hoch auf die 3er. Oder das Template anpassen. Oder ein gescheites Template suchen. Es gibt natürlich auch Templates, die responsive oder adaptiv sind. Es gibt ja auch den so Gegenspiel, adaptives Webdesign, die auch natürlich für 2.5 existieren. Aber mit 3er habt ihr halt Bootstrap schon implementiert und da könnt ihr auf das Framework aufbauen. Was noch wichtig ist, ich habe es hier nicht erwähnt, was noch nicht existiert, aber ich es nachgerüstet habe, vielleicht kommt es bald, dass man zum Beispiel bereits auf dem Server erkennt, welches Gerät gerade die Website aufruft und da bereits die Sachen rausfiltert, die nicht benötigt werden. Zum Beispiel, aber das habe ich auch gestern im Workshop erklärt, wenn man zum Beispiel eine Sidebar hat und mit einem riesen Bilder, mit vielen Bildern oder wie auch immer, und die werden auf dem Smartphone, sagen wir über Responsive Design, halt deaktiviert, also nicht angezeigt über Display None. Aber das Problem ist natürlich, im Hintergrund müssen die Bilder trotzdem geladen werden auf dem Handy. Das ist das Problem. Man sieht sie nicht auf dem Handy, aber du hast trotzdem sau viel Traffic, der einfach vom Besuch gar nicht gesehen wird. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und die Ladezeit wird natürlich höher. Und das, da gibt es eine Lösung. Man kann zum Beispiel über den User Agent, es gibt bestimmte so Klassen, Bibliotheken, wo man über den User Agent quasi definieren kann oder rausbekommen kann, welches Gerät gerade die Website aufruft. Zum Beispiel, ob es ein Tablet ist, ob es ein Smartphone ist oder ob es ein Desktop-Rechner ist. Und dadurch kann man auch definieren, okay, zeige auf dem Mobile zeige nur die kleinen Bilder an und auf dem großen, auf dem Desktop zeige die hochauflösenden Bilder. Und das ist momentan nicht einfach möglich. Wir wollen das in Joomla 4, ich denke mal, das wird nativ kommen, dass wir das implementieren. Und ich habe ein bisschen Eigenwerbung. Ich werde bald auch wahrscheinlich in den nächsten Tagen mein Plugin veröffentlichen. Mit dem kann man auch zum Beispiel über eine bestimmte Syntax kann man sagen, okay, if Desktop, then, und dann alles, was der Inhalt drin ist, wird halt nur für Desktops angezeigt. Da es ein System-Plugin ist, wird es überall funktionieren. Man kann es dann in Templates nutzen, man kann es in Modulen nutzen, man kann es in Artikelansicht nutzen, also im Artikel selber. Also es wird global dann quasi getriggert und man kann von überall quasi dann bestimmen, welche Modulpositionen angezeigt werden und sowas. Das kommt in den nächsten Tagen. Wenn ihr Interesse habt, guckt einfach auf der Seite, auf meine Seite. Das werde ich bald veröffentlichen. Das hilft natürlich ungemein, wenn man wirklich so traffic-lastige Seiten hat und für Mobile halt einfach nur eine minimale Seite ausgeben möchte. Wird es natürlich helfen. Und Sicherheit ist natürlich auch wirklich sehr, sehr important, sehr wichtig, dass man die Seiten halt verschlüsselt überträgt. Zum einen natürlich, der Besucher fühlt sich natürlich besser, sicherer, wenn er zum Beispiel Login-Daten eingeben muss. Und zum anderen, weil Google ist natürlich dahinter, dass die Seiten sicher sind und halt auch den User quasi schützen vor so Man-in-the-Middle-Attacken, wird das auch ein Ranking-Faktor. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie. Momentan gibt es die SSL-Zertifikate noch nicht kostenfrei, aber es gibt so eine, weißt du, was ich meine? Es gibt so eine Aktion, es wird bald, ich glaube im Oktober und November haben die so eine Aktion gestartet, dass für alle SSL-Zertifikate kostenfrei ausgestellt werden. Und wenn ihr noch keins habt, könnt ihr noch ein bisschen warten oder ihr guckt bei eurem Hoster oder wie auch immer bei diesen Zertifizierungsstellen, da gibt es auch relativ günstige, ihr könnt schon für 10 Euro im Monat, glaube ich. Ihr könnt es natürlich auch selber ausstellen, das Problem ist natürlich, wenn ihr auf die Seite geht, da kriegt ihr diesen schönen Bildschirm, keine vertrauenswürdige Seite. Das würde ich natürlich lassen. Macht ja keinen Sinn. Aber ist cool und ist jetzt nicht so schwer einzubinden. Und wenn, ich meine, auch wenn ihr einen eigenen Server betreibt, dann habt ihr wahrscheinlich die Basics drauf, um das zu machen. Also ist auch ganz gut, ganz wichtig. Okay. Was kommt jetzt? Erweiterung. Generell, ich bin zwar selber Extensions-Entwickler und wie auch immer, aber ich bin eher dafür, dass man, je weniger man einsetzt, desto besser ist es. Performance, Hack, Sicherheitslücken und Wartungsaufwand, alles steigt natürlich. Je mehr man Erweiterungen hat, desto negativer, schlechter ist es eigentlich. Aber eine Erweiterung, die für mich, also auch für alle Projekte, die ich gemacht habe, Must-Have ist und die wirklich auch alles kann, was ich vorher erzählt habe, was wirklich, wirklich sehr hilft und was euch wirklich viel auch bringt, wenn ihr die Erweiterung aktiviert, mit den Basic-Einstellungen, ihr habt auf einmal Page, wie heißt das von Google? Nein, das ist Page Speed oder wie heißt das? Genau, dieses Ranking geht extrem um 20, 30 Punkte nach oben. Also
Das Coole ist, das macht mehrere Sachen. Das macht zum Beispiel das Minimieren, dass zum Beispiel die Ausgabe, die HTML-Ausgabe, normalerweise ja geschachtelt und alles, und wenn ihr dann einen Rechtsklick drauf macht und den Source Code anguckt, dann seht ihr, dass alles in einer Zeile ist. Das wird alles zusammengefasst. Auch die CSS-Dateien werden gepackt, JavaScript wird gepackt. Das heißt, man hat weniger Daten zu übertragen. Dann macht das Folgendes, es fasst auch die JavaScript-Dateien und CSS-Dateien zusammen. Das heißt, man hat nicht die Request, zum Beispiel sagen wir mal so große 20 JavaScript-Dateien, die werden in eine zusammengefasst. Und man hat nur einen Request. Das heißt, man spart sich 20, 19 Requests. Das ist ein Riesenboost. Jetzt war das Zusammenfassen, genau. Und es kann auch komprimieren. In Joomla, in den globalen Einstellungen, kennt ihr sicher, da gibt es diese GZIP-Komprimierung aktivieren. Die wird aber nur bei HTML für die HTML-Ausgabe aktiviert. Das heißt, die JavaScript-Dateien und CSS-Dateien werden immer noch über normal, also unkomprimiert übertragen. Und dieses Tool, diese Erweiterung kann auch die JavaScript- und CSS-Dateien übertragen, also komprimiert übertragen. Und das Coole ist, es cached auch die Dateien. Das heißt, es erstellt es beim ersten Aufruf und dann kann man zum Beispiel eine Zeit einstellen, was man halt definiert hat, einen Tag oder 10 Tage oder wie auch immer. So lange bleiben die Dateien gecached und die werden sofort ausgeliefert. Das heißt, die müssen nicht nochmal minimiert werden, der ganze Performance-Aufwand entfällt dann. Und das macht das auch. Das ist sogar in der Free-Version, ist das alles schon drin. Und wenn man ein bisschen mehr Features braucht, zum Beispiel Sprites erstellen, dass man zum Beispiel, sagt euch CSS-Sprites was? CSS-Sprites? Dass man zum Beispiel, man hat zum Beispiel mehrere Bilder, Hintergrundbilder. Und man fasst die Hintergrundbilder, sagen wir, man hat 10 auf der Seite. Man fasst sie in eine einzige JPG-Datei oder PNG-Datei zusammen. Und über CSS-Anweisungen kann man definieren, welcher Bereich auf dem Bild angezeigt werden soll. Und somit kann man zum Beispiel statt 10 Bilder, die nachgeladen werden müssen, die Request, hat man nur einen Request, weil das ein Bild geladen werden muss, mit allen Informationen. Und dann kann man über CSS-Anweisungen quasi einen Abschnitt definieren, wo was gerade angezeigt wird. Ja, sowas. Ja, genau, für die Buttons also gibt es das hier auch schon. Das Lazy Load ist es nicht. Achso, das fehlt hier sogar. Habe ich nicht. Weitere Optimierung. Danke. Wir verstehen es. Was hier noch fehlt, was ich auch empfehlen würde, was ich auch nutze, das Lazy Loading. Sagt euch das was? Lazy Loading? Entschuldigung? Lazy. Lazy von faul und Loading halt laden. Entschuldigung? Nee, es kommt darauf an, wie man es macht. Ich habe das Lesen so, also beziehungsweise das Skript ist so geschrieben, dass es immer noch die Bilder normal einpflegt, aber mit NoScript. Das heißt, wenn für die Suchmaschine oder so, wenn es aufruft, dann sieht es die Bilder trotzdem. Die sind ja im vorhanden, im Image-Tag. Aber die werden dem User nicht angezeigt, wenn er JavaScript aktiviert hat. Aber das Gute ist, wenn man zum Beispiel eine fette Galerie hat von 100 Bildern, das heißt, wenn du dieses Lazy-Loading aktivierst, dieses Plugin, wie heißt das bei mir? Lazy-Load for Joomla. Auf meiner Seite findet ihr das. Guckst du mal nach. LLFJ, ja, genau. Ich kann die eigene Erweiterung kann ich mir nicht mehr merken. Auf jeden Fall, wenn man es aktiviert, dann werden nur die Bilder geladen, die gerade im Sichtbereich des Users sind. Das heißt, wenn du mit dem Desktop drauf gehst, werden die Bilder, die hier sind, werden geladen und man hat noch so einen kleinen Range-Bereich, wo die vorgeladen werden. Und wenn ich hier runter scrolle, und die Bilder, die hier sind, die werden nicht geladen. Das heißt, man hat einen viel schnelleren Seitenaufbau, obwohl man 100 Bilder hat. Und wenn man langsam runterscrollt, dann werden die Bilder erst geladen beim Scrollen. Das heißt, wenn er in den Abschnitt, in den Bereich kommt, über Ajax wird ein Request abgesetzt und die Bilder werden nachgeladen. Das heißt, im ersten Aufruf hast du minimale Ladezeit. Und der Kunde oder der Besucher, der merkt es nicht mal, dass die Bilder erst nachgeladen werden, wenn man halt den Bereich groß genug einstellt, wenn er nicht so schnell runterscrollt. Aber auch wenn er schnell runterscrollt, sieht es geil aus, oder? Mit diesem Fade-In-Effekt. Ich habe sie noch nicht verwendet. Siehst du auf meiner Projektseite, wenn du auf die Übersicht gehst. Das ist ganz super, da sparst du dir viele Requests. Vor allem ist es super geeignet für Galerieansichten und solche Sachen. Oder wenn man halt bildlastige Webseiten betreibt. Dann habe ich, das ist auch ein bisschen Eigenwerbung, FCO, Easy Frontend SEO, damit kann man die Meta-Descriptions und die Title-Tag-Keywords und auch Generator-Tag, ich habe mehrere Sachen drin, kann man im Frontend direkt eingeben. Das heißt, es gibt viele, viele Bereiche, wo man die Meta-Description nicht eingeben kann. Zum Beispiel viele Erweiterungen, was weiß ich, haben diese Möglichkeit, geben die Möglichkeit nicht. Wenn man zum Beispiel einen Menüpunkt setzt, kann man natürlich über das Joomla-System eine Meta-Description setzen,
Aber wenn man zum Beispiel die Erweiterung, eine so Unterseite der Erweiterung aufruft, zum Beispiel was ist Eventansicht und dann, wenn man auf das Event geht, haben viele Erweiterungen, sind halt nicht so suchmaschinenoptimiert, das heißt, sie haben kein Feld, wo man die Meta-Description eingeben kann. Und mit meiner Erweiterung, Easy Frontends hier, die ist halt unabhängig von was geladen wird, welche Seite geladen wird, sondern die identifiziert über die URL. Das heißt, das wird die URL, die einmalig geredet wurde, und wird quasi dann gemappt, was man dann eingibt. Und das Coole ist, es wird, wenn man sich im Frontend einloggt als Superuser, wird so ein kleines Balken angezeigt, wenn man anklicken kann. Und dann kommt so ein Pop-up-Fenster, Modalfenster, kann ich euch nachher zeigen. Und dort kann man die Description direkt eingeben, speichern. Und das wird automatisch schon von Joomla dann beim jeden Laden, werden die Informationen geladen, die ihr gerade eingegeben habt. Das heißt, damit könnt ihr sehr schnell und einfach die komplette Webpräsenz mit dem Media Description ausschalten, ohne zu gucken, habe ich den Menüpunkt, wo ist das verlinkt, ob es irgendwie im Artikel gesetzt ist. Das ist dann irrelevant, weil es wird direkt dann im Frontend quasi, könnt ihr dann direkt eintippen. Und das Coole ist, ich habe es auch so eingebaut, dass man die Option setzen kann, dass es automatisch dann, wenn ein Menüpunkt existiert zu diesem Item, zu diesem Objekt, dass die Meta Description im Menü automatisch gesetzt wird und auch in dem Artikel zum Beispiel, wenn du einen Artikel aufrufst, im Artikel auch. Und das Gute daran ist, dass man halt nicht so abhängig ist von der Erweiterung. Das heißt, wenn ihr sie mal nicht haben wollt oder deinstalliert, werden die Meta Description natürlich immer noch angezeigt, weil sie dann im Menü von Joomla gesetzt sind. Also ich wollte nicht so eine große Abhängigkeit schaffen. Was ich nicht empfehlen kann, oder beziehungsweise was ich absolut, wo ich absolut gegen bin, sind zusätzliche Erweiterungen für URL-Generierung, wie zum Beispiel SH404, whatever. Da bin ich absolut Gegner. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen auch gesammelt. Ich habe sie auch mal benutzt, also nicht die, ich glaube eine andere. Das Problem dabei ist natürlich, diese Erweiterung, die speichern alle URLs, die jemals aufgerufen werden. Wenn zum Beispiel ein Bot auf die Seite geht und irgendwie wild 100.000 URLs einfach durchprobiert, werden diese in die Datenbank abgespeichert. Weil die Komponente ist ja dafür da, dass man diese URLs zum Beispiel erkennt und eine Umleitung auf eine andere macht. Und die speichern halt immer diese Information. Das heißt, die Datenbank wird riesig irgendwann mal und ist auch ein Performance-Killer. Also absoluter Performance-Killer. Und das zweite Problem ist natürlich, man hat eine Abhängigkeit. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der 2.5er-Version irgendeine Erweiterung benutzt hat, die URLs super hatte, super schön, und dann auf die 3er wechseln möchte. Und diese Komponente wird zum Beispiel nicht mehr weiter gepflegt oder gibt es nicht für die 3er. Das heißt, wenn man dann wechselt, dann verliert man natürlich diese ganze URL-Zuweisung, dieses Mapping, und man hat komplett neue URL-Struktur. Und das ist natürlich nicht so gut, auch für Google natürlich nicht. Also ist sehr schlecht. Was ihr aber nutzen könnt, also wenn ihr zum Beispiel umleiten wollt, in Joomla 3 gibt es ja die Umleitungskomponente, die könnt ihr nutzen, die ist dafür da. Das Problem, was wir hatten, war, diese Umleitungskomponente, die funktionierte gut, da gab es nur zwei Probleme. Zum einen wurde der Statuscode falsch gesetzt, das habe ich auch gefixt, 301er wird jetzt gesetzt für die Umleitung. Und das andere Problem war, wenn man das Plugin aktiviert hat, dann wurden auch alle Aufrufe, die nicht richtig gemappt wurden, also die eine Fehlerseite produziert haben, wurden abgespeichert. Das heißt, man hatte irgendwann auch eine riesige Datenbank und das ist natürlich auch nicht so toll. Aber das war nicht so ein Performance-Killer, weil bei dem Aufrufen wurden ja nur die Informationen gesammelt, aber nicht ausgewertet. Trotzdem, da habe ich auch beim Plugin habe ich so eine Option gesetzt, dass man die Sammlung deaktivieren kann, also die URL-Sammlung, Collection. Genau, deaktivieren kann, aber quasi das Plugin trotzdem nutzen kann. Und davor war es so, man konnte das Plugin nur nutzen, wenn das aktiviert war, diese Sammlung von URLs. Und jetzt kann man das deaktivieren und die URLs selber setzen, also die nicht vorhanden sind und umleiten auf neue, wie auch immer. Diese Einstellung gibt es im Umleitungsplugin. Was man nicht tun sollte, don't do this, das ist ja wohl bekannt, Suchmaschinen versuchen auszutricksen, bringt nichts. Die erkennen das alles, die können CSS auswerten, die können JavaScript auswerten mittlerweile, die können alles auswerten. Das heißt, wir nicht versuchen, irgendwie immer noch über die CSS irgendwas auszublenden, über JavaScript irgendwelche Sachen nachzuladen, die nicht für die Suchmaschine gedacht sind. Das bringt alles nicht. Schreibt, macht die Website ehrlich, schreibt wirklich guten Content und versucht nicht für die Suchmaschine irgendwie was anderes zu zeigen, anzubieten. Weil wenn es erkannt wird, droht im schlimmsten Fall natürlich der Ausschluss aus dem Index komplett oder man wird halt abgestraft und landet irgendwo auf Seite 9 oder 10 oder wo, wenn überhaupt.
dann nicht live schalten und nicht live gehen und erst dann denken, okay, wir machen die Optimierung nächste Woche oder nächsten Monat oder so. Geht nicht, habe ich schon oft gesehen. Macht erstmal alles optimieren und dann erst live gehen. Also auch, wenn ihr zum Beispiel die Seite anzeigen wollt, dem Kunden zum Beispiel zeigen wollt, dann hat er Access-Schutz drauf und fertig, dann habt ihr kein Problem. Oder ihr könnt natürlich die Robots nutzen, aber da ist der Inhalt trotzdem verfügbar für irgendeinen Besucher, der zufällig vielleicht draufstößt. Das heißt, das bringt natürlich nichts, wenn ihr nur über die Robots-Text aussperrt, also die Suchmaschinen. Und die großen Suchmaschinen halten sich natürlich dran, aber nicht alle Bots halten sich an die Robots-Text. Die nutzen es genau andersrum. Die wissen dann, welche Verzeichnisse man hat und crawlen die ab. Ist halt nicht so richtig. Machen einen HTTP-Access-Schutz drauf, gebt dem User, gebt eurem Kunden das Passwort für den HTTP-Access-Schutz und der kann da gucken und kommt rein und nur er kommt dann rein. Und natürlich kein Link-Building, keine gekauften Sachen, also vermeidet das Bad Neighborhood, ihr wisst, also das wird alles erkannt, wird alles abgestraft. Das heißt, und auch nicht spammen, zum Beispiel wenn ihr Facebook-Seiten habt, also nicht irgendwie jeden Tag irgendeinen Link spammen, das bringt auch gar nichts. Ihr müsst gezielt irgendwie, und natürlich gucken, guter Content wird auch geteilt. Und Google erkennt auch das Ranking-Faktor. Das heißt, wenn ihr guten Content schreibt, dann werdet ihr automatisch auch verlinkt und auch automatisch werdet ihr auch weiterempfohlen. Also nicht irgendwie künstlich versuchen, sich da hochzupushen, das bringt alles nichts. Und so wie ich mit meinen Links in meiner Erweiterung, ist auch nicht so optimal. So, Fazit, Joomla kann SEO, man muss halt nur richtig, beziehungsweise wir haben auch ein paar Punkte gar nicht angesprochen, oder? Ein paar Optimierungspunkte, die sprechen wir dann jetzt in der Live-Demo an, wenn wir noch Zeit haben. SEO, Joomla, wenn man es richtig benutzt, wenn man Joomla richtig einsetzt und auch wirklich diese Basics beachtet, weil ganz ehrlich, für 80 oder 90, 95% aller Websites reichen diese Basics vollkommen aus, um ein gutes Ranking zu erreichen. Wenn man natürlich dann in heiß umworbenen Branchen oder wie auch immer, so Auto verkauft oder so, oder keine Ahnung, da muss man natürlich mehr Tricks, muss man mehr auswerten, muss Analysen fahren und wie auch immer, mehr weitere Optimierung. Aber für die normalen Basics, die reichen für die meisten Websites eigentlich komplett aus. Wenn ihr das beachtet, dann habt ihr schon den Grundsatz gesetzt. Genau, über die Core-Funktionalität kann man wirklich gutes SEO erreichen. Zusätzliche Erweiterung. Nur wenige sind gut, also würde ich empfehlen, aber im Grunde braucht ihr sie auch nicht. Wenn ihr es manuell alles macht, geht das auch ohne. Aber dieses JCH ist für mich ein Must-Have, weil es macht diese technische Optimierung, die man nicht über Text oder wie auch immer erreichen oder durch irgendwelche Parameter oder Klicks, das macht es halt im Hintergrund. Das könnte man natürlich auch erreichen. Es gibt auch andere Erweiterungen, die das machen. Man könnte auch selber irgendwelche Skripte irgendwie einbinden. Also zu dem JCH kann ich Folgendes sagen. Meine Seite waren vorher 180 Zeilen ausgeliefert wurden und sobald ich das angeschaltet habe, ist es auf 6 Zeilen eingegangen. Das zweite ist von 5 Sekunden Ladezeit, ist die auf 2,5 Sekunden gefallen. Alleine durch das Aktivieren, ohne die CDN. Genau, richtig. CDN sozusagen ist immer der. Ja, ja, klar, logisch. Mikroschub hinten dran ist dann auf 1,5 Sekunden. Ja, ja, das geht sogar noch unter einer Sekunde. Richtig, wenn du auf einem guten Cloud-Server bist, geht es unter einer Sekunde. Also bei uns meine ich. Bei der 1 und 1. Wie viele? Bist du verrückt? Ich habe, glaube ich, nur 5 oder so. Also könnt ihr meine Projektseite mal angucken. Ich habe natürlich, das Problem ist, wenn man zum Beispiel Google AdSense nutzt, also die Werbung anzeigt. Ich meine, für so ein Open Source, wenn man kostenlos diese ganzen Sachen freigibt, ist ja in Ordnung, wenn man Werbung anzeigt. Und das zieht wiederum diesen Page-Speed und alles runter, weil er lädt, ich habe irgendwie Requests, 20, 30 Requests, obwohl meine Seite, eigentliche Seite, hat nur 4 Requests oder so. Aber lädt halt viel nach. Und SEO ist kontinuierlicher Prozess, das heißt immer up-to-date halten, gucken, Freshness reinbringen und gucken, ob was gerade in ist, beobachten. Vielleicht gibt es, was heute gültig ist, kann ja morgen nicht mehr gültig sein. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Also nicht einmal eingerichtet und laufen lassen und ich bin happy. Das haben wir ja gesehen, was passiert ist. Viele sind dann abgestraft worden. Und natürlich die Zielgruppe wirklich kennen und auch für die Zielgruppe schreiben. Und dann wird sie auch automatisch erfolgreich und wird automatisch verlinkt und wird automatisch auch steigen. Das sind halt die wichtigsten Faktoren, dass man auch diese Zielgruppe kennt. Und nicht für den Bots natürlich, nicht die Bots, was war denn das? Eine Flieg? Nicht für die Bots schreiben. Achso, das habe ich gar nicht angesprochen. Zum Beispiel wenn du zum Beispiel ein bisschen
wenn du die Basics verstanden hast, implementiert hast, es läuft alles, dann kannst du zum Beispiel auch weitergehen, zum Beispiel so Microdata implementieren über Template Overrides. Das heißt, dass du zum Beispiel, wie nennt man das, semantische Auszeichnung, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich habe den Artikel und dann kannst du zum Beispiel setzen das Ja, dann setzt du ein Metatag, so das ist so eine spezielle Auszeichnungssprache. Und dann wird zum Beispiel bei Google, wenn du was danach suchst, sagen wir, du hast ein Review und du hast so ein Star-Voting-System. Und wenn du da die Makrodata setzt, dann wird in Google bei der Suche bereits in der Suchansicht werden zum Beispiel die Sternchen angezeigt, 4 von 5 Sternen. Hast du sicherlich irgendwann mal gesehen, wenn du was suchst? Steht bei Google. Und das kannst du über Microdata einbinden. Das ist zwar jetzt für Artikel wurde es implementiert, aber ich glaube, das ist ein bisschen fehlerhaft in der 3er-Version. Aber du kannst auch selber sehr einfach nachrüsten. Nimm zum Beispiel für bestimmte Komponenten einfach Overrides erstellst und da diese Syntax einpflegst. Overrides ist solch ein Begriff wahrscheinlich. Die werden natürlich beim Update nicht überschrieben. Das ist ganz cool. Damit kannst du auch die komplette Ausgabe, alle Template-Views quasi überschreiben. Du kannst leider nicht in den Prozess, den Arbeitsprozess eingreifen, wenn zum Beispiel Joomla gerade abrattert und irgendwie im Controller oder Model ist, das könnt ihr leider nicht überschreiben, aber die ganzen Ausgaben könnt ihr überschreiben, von Modulen, alles was im Template-Ordner ist, Tempel, und natürlich von allen Komponenten, alle Views. Und das ist ganz cool, das bietet euch viele Möglichkeiten, damit könnt ihr sehr viel auch optimieren. Zum Beispiel könnt ihr auch mit dem Template Override könnt ihr das Problem lösen, dass ihr dass der Artikel Titel kein H1 hat, sondern H2. Das könnt ihr ganz einfach mit dem Template Override einfach rein in das Template, HTML-Verzeichnis gehen, da einsetzen, H1, H2 zu H1 ändern, das ist alles. Okay, was machen wir? Haben wir noch Zeit? Sollen wir noch ein bisschen was machen? Okay, meine Lieben, dann geht's ab. Das ist meine Kleine. 3 Jahre alt geworden gerade. Ich vermisse dich schon. Okay, jetzt gehen wir zum Geschäftlichen über. Wait a second. So, also zuerst. Warte. Ich bin nicht so versiert mit dem Ding. Ihr habt Joomla installiert, ganz normal. Dann geht ihr über FTP. Wahrscheinlich fragen sich viele, warum haben wir die Option nicht eingebaut, dass man mit einem Klick die HTAccess umbenennen kann in globalen Einstellungen. Hat sich bestimmt schon jemand gefragt, oder? Dass man FTP braucht dafür. Weil viele Benutzer, die das irgendwie installieren, wissen nicht, dass man, also müssen über FTP oder über SSH auf den Server, um die HTAccess umzubenennen. Wenn du das nicht machst, kannst du zwar auch die optimierten URLs nutzen, aber du hast einen Index.php drin. Weil dann wird geroutet über die Index.php und nicht über die Mod-Rewrite-Regel. Über Mod-Rewrite vom Apache, von dem Modul. Das heißt, das Problem ist einfach, das würde sehr, sehr viele Seiten wahrscheinlich brechen, weil wenn der User dann keinen FTP-Zugang hat und macht diese Option oder aktiviert diese Option und irgendwas ist nicht in Ordnung oder läuft nicht auf Apache-Server oder wie auch immer, der Apache-Server ist nicht kompatibel, dann würde die Seite natürlich kaputt gehen. Und wenn er keine Ahnung hat, wie man über FTP oder SSH zugreift, dann haben wir nur Probleme. Deshalb haben wir diese Option nicht implementiert. Aber ich weiß, normal, wir haben uns was dabei gedacht. Hier seht ihr natürlich, habe ich schon umbenannt. Das heißt, wenn ihr ein Projekt installiert auf einem Apache, also was normalerweise auch nutzt, wenn man einen Nginx hat, dann muss man natürlich diese Datei anpassen. Web.config ist diese Datei, die Konfigurationsdatei für einen Nginx. Und htaccess.txt ist die Konfigurationsdatei für den Apache-Server. Das heißt, die benennt ihr dann um auf .htaccess. Also aus htaccess.txt wird .htaccess. Aber ich glaube, das wissen die meisten, oder? Ja, wie kann ich das groß machen? Hier, oder? Ja. Nico? So. Dann, wenn ihr nur diese Option aktiviert, dann werdet ihr eine Index.php immer in der URL haben. Das will man ja nicht. Das sieht hässlich aus. Und
man hat eine Hierarchie quasi Stufe verloren. Man verliert ein bisschen an Trust, je weiter man nach hinten geht. Das heißt, diese optimieren, aktivieren und das natürlich aktivieren, wenn man die HTTP Access umbenannt hat. Dann aktiviert man das. Ich zum Beispiel, ich sehe keinen Nutzen, mit einer Teilendung zu arbeiten. Ich benutze es nie und Alias habe ich auch nie gebraucht. Das braucht man natürlich, wenn man Arabisch oder Hebräisch oder wie auch immer andere Sprachen hat. Sollte man das natürlich auch die Unicode-Alias zulassen. Was auf keinen Fall ein No-Go ist, diese Felder niemals ausfüllen, das ist ein absolutes No-Go. Hier die globalen Sachen, das heißt, wenn du Duplicate-Content haben willst, dann machst du natürlich hier was rein, wenn nicht, dann lässt du es sein. Inhaltsrechte, da könnt ihr den Namen eintragen, das ist kein Problem, das ist okay. So. Die sind obsolet, ja. Also da müssen nichts eintragen, nichts eintragen. Und oben Meta-Beschreibung, da sollen die nicht hier hier auch nicht schreiben. Das Problem ist, weil die werden dann immer geladen, wenn eine Seite, die aufgerufen wird, keine Description zur Verfügung stellt. Dann werden diese Informationen aus diesem Meta-Description, aus den globalen Einstellungen geladen. Und das willst du nicht. Wenn du zum Beispiel viele Seiten hast, die keine Description haben, dann willst du nicht 100-mal diesen Satz hier irgendwo in den Seiten haben, auf 100 Seiten. Das ist sehr schlecht. Das komplett weg. Das muss aus Joomla 4 raus. Wir können es jetzt in 3 nicht rausmachen, weil wir werden nicht rückwärtskompatibel. Das ist global. Das ist das Problem. Es ist richtig, weil es immer global angewandt wird, wenn es nicht gesetzt ist. Deshalb wegmachen, das wird in der Joomla 4 komplett raus. Weg, weg, weg. Nichts eintragen. So, und ihr wisst ja, wie Joomla funktioniert. Tickt ja ein bisschen anders wie andere Systeme. Wenn du einen Artikel erstellst, und dann kannst du auch mit dem Menü zuweisen. Das heißt, es ist nicht so, dass du Content direkt hast, sondern du hast immer irgendwie über das Menü musst du gehen. Also das Menü ist halt sehr stark vorhanden. Das heißt, im Menü kannst du natürlich sehr viele Sachen auch eingeben. Artikel. So, den Alias, der ist natürlich sehr wichtig, relevant. Aus dem Alias wird auch die URL gebildet. Das heißt, wenn ihr irgendeinen Artikel schreibt, nicht einfach diese automatischen Alias verwenden, aber meistens sind sie ja gut, weil der Artikel passt ja dazu, aber manchmal werden die halt nicht so toll generiert mit 2 Minusen oder wie auch immer, 2 Bindestrichen. Da immer darauf achten, dass der Alias gut ist, dass der Alias irgendwie eine sprechende URL ist. Weil das ist natürlich das Beste, wenn du eine schöne sprechende URL hast und nicht diese Parameter oder wie auch immer, diese Minus, Plus oder wie auch immer. Dann hat man zum Beispiel hier die Seitenanzeige. Das ist der Titel-Tag, der Title-Tag, der oben bei euch hier angezeigt wird. Das, was ihr hier seht, das ist eigentlich, was man hier eingeben kann, der Title-Tag. Das ist eine Besonderheit, da kann man diesen Title-Tag auch im Artikel anzeigen. Wenn man das hier aktiviert, ist es Seitenüberschrift oder Seiten oder der? Die da, besser. Wenn man den hier setzt, das wird ein H1 sein. Wenn man den nicht setzt, hat man kein H1 im Artikel, aber man hat den Artikeltitel als H2. Das ist schlecht, aber wenn man hier was setzt, ist es auch schlecht. Dann hat man ein H1, der nicht zum Artikeltitel passt. Also ist es nicht so gut für Suchmaschinenoptimierung. Das heißt, dieses Problem könnt ihr mit einem Template-Override lösen. Das ist, wenn ihr Interesse habt, dann können wir das, wir haben jetzt wenig Zeit, aber wenn ihr noch Lust habt, ich sitze da hinten, können wir das zusammen machen. Oder ich kann euch zeigen, wie ihr das löst. Läuft noch? Habe ich noch ein bisschen? Ich kann es euch jetzt zeigen, damit ihr auch seht, wir haben einen neuen Template-Manager. Ich weiß, viele kennen ihn nicht. Entschuldigung? Wir in Joomla. Wir sind eine Community, eine Gemeinschaft. So. Entschuldigung, ich bin falsch abgebogen. Wenn ihr auf Templates geht, ich muss lauter reden, gell? So. Und das Geile ist ja, wir haben jetzt in dem neuen Template Manager die Möglichkeit, Overrides mit einem Klick zu erstellen. Das heißt, ihr müsst nicht Copy-Paste machen und dann, wie war das nochmal? HTML, Articles, whatever, I don't know. Ihr klickt hier rein, ihr geht in den Template Manager, Templates, in den Ordner. Dann geht ihr auf Overrides erstellen. Okay, und dann habt ihr die Ausgabe von allen möglichen Views, die in Joomla sind. Das heißt, von allen Komponenten, von den Layouts, was wir jetzt neu haben, J-Layouts, und auch von den Modulen. Okay, und wir wollen ja natürlich die View vom Artikel an sich verändern, damit wir diesen H1 reinmachen. Das heißt, wir gehen hier auf Content, Artikel. Und dann haben wir einen Override erstellt. Und jetzt kann ich ihn bearbeiten. Ich gehe Editor. Jetzt habe ich mit einem Klick habe ich einen Override erstellt. Jetzt kann ich ihn hier bearbeiten. Das heißt, ich gehe einfach wieder in den ersten Tab, Editor. Gehe auf HTML. Komm Content, Artikel.
Default. Jetzt öffnet sich das Ganze. Und jetzt seht ihr, was das Problem ist. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich glaube eher weniger, oder? Das Problem hier ist, wir haben, wenn dieser Page Header, hier, diese Show Page Heading, diese Option gesetzt ist in dem Menü, was ich vorhin gezeigt habe mit Ja, Nein, dann wird ein H1 geladen. Dann haben wir in der Ausgabe ein H1 mit dem, was wir dort eingeben. Schön, super, aber das Problem ist, der Artikel vielleicht passt. Das heißt, wir müssen theoretisch auch für jeden Artikel eine andere Überschrift überlegen, die besser zum Inhalt des Artikels passt als die Überschrift des Artikels. Geht ja nicht. Das Problem ist aber, ihr seht, der Titel selber hat aber eine H2. Das heißt, er ist fest als H2 definiert worden. Das ist das Problem. Wenn man denn nicht setzt, diese Seitenüberschrift, hat man kein H1, aber man hat die normale Überschrift als H2. Das heißt, wir gehen dahin, machen Folgendes, machen ein H2, H1 rein, dann speichern wir das Ganze, rufen das auf, und ihr seht, was passiert ist. Die Überschrift hat jetzt ein H1. Das ist alles. Ihr habt es geschafft. Ihr habt H1 als Tag. Dankeschön. Okay. Gibt es Fragen?